hier schlafe zum Beispiel ich, hier schlafe mein Zimmerpartner. Alle Internatszimmer sind mit zwei Bewohnern. Es gibt noch Eckzimmer, das ist jetzt ein Mittelzimmer. Und jeder hat seinen Schreibtisch, jeder hat seinen Schrank hier hinten drinnen. Und Ablagen und alles. Alles und normal. Balkon. Genau. Wie ein Kinderzimmer eigentlich. Ja. Halb für zwei. Genau, die ganze Ausstattung hier ist ziemlich vollkommen. Wir haben alles, was man zum Kochen braucht. Pfannen, Herd, Ofen. Ein paar persönliche Sachen können natürlich auch dabei sein. Zum Beispiel der Sandwich Maker und der Toaster kommen von Schülern. Die werden auch reichlich hier verwendet bei uns. Ja. Sonst kann man hier gut kochen und leben. Ja. Hauses und genau hier, wie gesagt, der Wohnbereich, hier eher die Küche. Hier verbringen wir eigentlich relativ viel unserer Zeit, auch in unserer Freizeit mit unseren Freunden, in unserer WG. Ja, hier ist halt das Sofa und der Fernseher, aber der wird auch nicht so oft benutzt.